Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Harvest Moon Magic Melody. Mein Name ist Christy und es ist Festivaltag schon wieder. Gwen ist schon wieder frühzeitig raus. Wahrscheinlich wollte sie selbst schwimmen gehen. Weil heute ist das Strandfest. Heute gibt es wieder was zu tun. Wir müssen mal wieder gucken, dass wir eine Note bekommen. Morgen ist übrigens auch Sonnenschein. Schön und gut. Ach, Strandfest. Ganze Arbeit für gestern umsonst. Festivaltag. Ich brauche doch nichts mitzunehmen, weil sowieso die Leute wieder nicht da sind. Wie konnte ich das denn schon wieder vergessen? Naja. Egal. Passiert. Huch! Oh, Katie! Stimmt ja! Das heißt ja, wir haben eine Note auf jeden Fall sicher in dieser Folge. Wie geht's? Wie steht's? Hast du Spaß im Café? Einen eigenen Joghurt? Das ist ja mega. Kalorienarm und für Diäten geeignet. Solange du keine Früchte reingemacht hast und kein Zucker. Aber Dankeschön. Ciao, ciao. Das ist süß. Und damit haben wir die nächste Note. Zumindest eine Note schon mal sicher. Note der Kellnerin. Sie träumt davon, meisterhafte Kuchen zu backen und sich zu verlieben. Ist aber in diesem schwierigen Alter. Was? Ist aber in diesem schwierigen Alter. Was? Verstehe ich nicht. Egal. Ich kann schon wieder kein Deutsch. Ja, Joghurt. Danke. Können wir irgendwie auch selbst herstellen, bestimmt. Joghurt, Joghurt. Aus was macht man? Joghurt, Milch eigentlich. Joghurt, Joghurt. Joghurt? Joghurt. Nee. Ich finde gerade kein Rezept dafür. Zumindest noch nicht. Ich würde aber tippen, dass es wahrscheinlich über den Topf geht. So. Stimmt ja, morgen gibt es ja immer noch Judaswetter, so wie heute Judaswetter ist. Müssen wir hier noch ein bisschen gießen. Gegebenenfalls noch ein bisschen Unkraut ernten. Damit wir auch demnächst wieder lecker Mais haben. Entweder tun wir es zu Hühnerfutter. Ich habe es eigentlich hauptsächlich nur wegen Hühnerfutter abgesehen. Wir können natürlich aus Mais auch noch irgendwas anderes kochen. Zum Beispiel Popcorn! Oder Maiskolben. Ist schon mal gut.
der Ertrag heute. Geht besser, aber ist gut. Ist gut. Ihr steht mir bitte mal nicht im Weg. Guten Morgen, Victor. Morgen, Florian. Ihr lauscht mir doch schon wieder nicht vor die Füße. Ich habe keinen Bock, dass ihr mir wieder meine Mayonnaise wegschnappt. Ich sehe dich doch schon wieder geiern, Marvin. Denk nicht mehr dran. Bleib doch einfach verdammt nochmal von der Versandbox fern. Es kann doch wohl nicht so schwer sein. So, das sieht doch schon mal gut aus. Einmal kurz nochmal Gießkanne befüllen wieder, damit wir morgen genug Wasser wieder haben zum Gießen. Und gib ihm! Jawohl. Hallo Ente. Ein, zwei Sachen müsste ich jedenfalls noch überprüfen. Aber erstmal müssen wir gucken, dass wir den Strand ein bisschen meiden. Morgen! Ich stehe schon wieder viel zu nah aneinander. Erstmal euer Futter. Bisschen Kühe schubsen gehen. Damit das mit der Hitbox besser klappt. So, wer will heute wieder alle seine Striegelmassage abholen bei mir? Ich glaube, das heißt alle. Setzt sich erstmal die Anne hin. Und steht wieder auf. So. Hier wird niemand vergessen. So, jetzt brauchen wir hier noch kurz die Melkmaschine. Ist gut. Ist gut. Gibt's halt auch wieder einen guten Ertrag? Oder gibt's vielleicht ein bisschen Steigerung? Wollte gerade sagen, Dankeschön, Anne. Michael.
schließt sich an. Also, eine Runde Käse für alle. Apropos Käse. Ich habe letztens ja wieder niederländischen Käse mir gekauft, als ich wieder mal da drüben war. Und habe mir jetzt gestern Mac and Cheese gekocht. Und davon habe ich jetzt immer noch was übrig. Also sowohl vom Mac and Cheese als noch vom holländischen Käse. Oh, das wird noch so viel Mac and Cheese geben. So. Das wäre soweit alles erledigt. Eine Sache möchte ich noch mal kurz erkundschaften. Hier ist das Tor zum Festival. Genau, ich wollte hier rüben. Es gibt nämlich Orangen. Unkraut will ich nicht. Orange will ich. So. Da können wir schon mal ein bisschen reinspicken. Wie geht's eigentlich der anderen Plantage auf der anderen Seite? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Das Event läuft ja nicht weg. Na, ich laufe vom Event ein bisschen weg. Es kann ja sein, dass das mich wieder sonst wie ein bisschen... Naja. So, hier ist schon mal nichts. Das sind auch keine Orangenbäume gewesen. Hier ist... auch nichts. Hier ist so sehr viel Holz noch übrig wieder. Wer hat denn hier schon wieder Holz gehackt? Das ist Unkraut. Aber hier haben wir Orangen. Lecker, lecker Orangen. Ja, der Baum hat es immer noch nicht gepackt. Sieht auch schon mal gut aus. Ich glaube, ganz hinten haben wir nichts. Egal. Würde man sagen, ohne weitere Umschweife begeben wir uns in die Richtung des Festivals. Ach, warte mal, wie ist es oben mit den Bäumen? So, noch ein Stück höher. Nicht die. Ach, das sind andere Bäume gewesen. Schade. Das waren andere Bäume. Gut, dann... doch zum Festival. Ab dafür. Wunderschönen guten Tag. Ja, ja, das Meer ist vorsichtig und kräftig zum Schwimmen, Ausdauer, bla bla bla. Ich hoffe, dass es heute einfach klappt. Ah ja, wir müssen erstmal. Guten Tag. Hi Kurt. Hi Nina. Na, Jamie. Das werden wir heute noch sehen, ob du gewinnen wirst. Warum soll ich mich ertrinken gehen? Na gut, ich lasse dich ja schon in Ruhe. Hallo Schatz, wie geht's dir? Ach ja? Dann bin ich mal gespannt. Ja? Ja? Achso, ich muss auch drücken. Grün haben wir schon mal.
Nein! Mein Lieber! Ach, du lässt mich das. Ah, ich hab Rot doch noch nicht. Scheiße. Okay, wir werden verlieren. Wir werden verlieren. Oh, Jamie ist stuck ein bisschen, aber ich aber auch. Nein! Oh, meine Energie. Ja, Jamie hat gewonnen. Und alle anderen auch. Ich nicht. Weil der Delfin mich ein bisschen abgehalten hat, leider. Und ich dachte, ich bin mit ihm befreundet. Toll. Bin ich Dritter. Schon wieder nix. Was soll das? Ja, schön gut, Jamie. Ich glaube, ich muss das noch reinschneiden irgendwann mal. Weil ich will das eigentlich kein viertes Jahr durchzocken. Hätte zuvor speichern sollen. Ach, was soll's. Hier haben wir noch ein paar Kräuter. Noch ein paar Beeren. Gehen wir noch ein bisschen angeln. Wenigstens das Angelglück ist bei uns. Wobei eigentlich... Naja, was soll's. Dich brauche ich garantiert nicht. Es ärgert mich ein bisschen, dass ich das Spiel nicht gewonnen habe. Kommt es vielleicht darauf an, wie viel Energie man zum Festival geht? Weiß ich nicht. Ich habe irgendwie ständig kaum Energie gehabt. Komisch. Egal. Wir haben ja heute eine Note sicher gehabt, deswegen. Im schlimmsten Fall werde ich es halt entsprechend einfach mal in der vorletzten Folge einfach reinschneiden. Weil ich glaube zwar nicht, dass das jetzt so Ewigkeiten dauert, bis ich jetzt alle anderen Noten bekommen sollte. Aber jetzt noch ein gesamtes Jahr durchzumachen, das ist hart.
Ist was anderes, wenn man noch ein paar Antonoten sammeln muss? Aber ja. Oh. Kühlschrank ist voll. So viele Brotfrüchte brauchen wir nicht mehr. So, das können wir erstmal verkaufen gehen. Können wir wenigstens Jamie ein bisschen da in der Richtung schlagen. Ich habe die Tiere jetzt doch nicht rausgelassen. Toll. Egal. Nächste Folge geht's dann wieder weiter damit. Es dauert immer noch eine halbe Ewigkeit, bis wir da weitergeangelt haben. Quen Pension, ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage ich mit Chris Happy und gute Nacht. Quen, du bist so kalt.